Dragon Ball Z Song, die ganze Geschichte in 10 Minuten. Ach du Scheiße. Von Anbur Monastir war es, glaube ich. Das war, glaube ich, der gleiche Dude, der diesen Avatar-Song gemacht hat. Den fand ich echt, echt nice. Ich bin mal gespannt, weil der kam jetzt recht schnell. Also ich gehe davon aus, dass der schon in Arbeit war oder vielleicht sogar schon fertig war, als meine Reaction kam. Weil ich hatte halt eine Kritik. Und ich verstehe Leute, die sagen, ey, das juckt mich nicht, Gio. Ich brauche das nicht. Ich brauche es halt. Und zwar die Reime. Die waren so das einzige Problem, weil an sich fand ich den Song sehr nice. Also die Hook war Bombe, Digga, die ging voll ins Ohr und hatte auch voll die epischen, ja, den epischen Aufbau von der Art, wie die Geschichte erzählt wurde. Aber mir waren einfach die Reime oft ein bisschen zu simpel. Schauen wir mal, ob sich das da geändert hat. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Ja, das war so das Einzige, was mir bei dem letzten Song halt aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, so, das ist das, was das ganze Ding für mich perfekt machen würde, sozusagen. Wenn da so diese Formulierung und die Reime auf so einem Standardniveau wären, weil die waren halt Unterstandard. Weißt du, das war halt teilweise schon echt krass, Hausmaus. Und da, das kann ich dann schwer ignorieren. Ja, gehen wir mal rein, Alter. Ey, das Krasse ist, um kurz Kontext zu bringen, also in meiner Kindheit war Dragon Ball Z mein Leben. So, ich glaube, 5., 6. Klasse oder so. Ich war 11 Jahre alt vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau. Immer um 19 Uhr, glaube ich, lief es auf RTL 2. Und ich habe jede Folge Dragon Ball Z gesehen. Das war so, glaube ich, die Serie meiner Kindheit, wo ich wirklich Fanboy-mäßig, ja, immer Punkt um die Uhr da sein wollte, alles mitbekommen wollte. Und das habe ich schon sehr gefeiert. Ich habe dann auch Jahre danach noch, nachdem ich in dieser Dragon Ball Z-Bubble war, die ganzen PlayStation-Spiele gespielt. Dragon Ball Budokai oder so für PlayStation. Und war das schon recht lange drin, also zumindest in diesem Dragon Ball Z-Universum. Lustigerweise, aber nicht wirklich im Dragon Ball-Universum. Also ich habe mit Dragon Ball Z konnte ich viel anfangen. Früher lief immer Dragon Ball, das habe ich irgendwie nicht geguckt. Keine Ahnung warum. Also ich bin erst mit diesem Z-Universum richtig reingewachsen. Ich habe das halt voll gefeiert, Digga, mit Buu und Cell und wen es da alles gab. Aber es ist halt lange her. Also ich habe seitdem nicht nochmal, ich habe nie einen Rewatch gemacht oder so. Ich habe es nicht nochmal geguckt. Das heißt, die Erinnerung, ja, hat viele, viele Lücken. Das war jetzt bei Avatar anders. Ne? Als ich den Avatar-Song gehört habe, ich konnte jede Sache verstehen und war voll drin. Hier muss ich meine Erinnerung ein bisschen auffrischen lassen von ihm. Aber ich bin mal gespannt, wie das gemacht ist, ob er das auch so episch hinbekommen hat. Weil das muss man ihm echt lassen. Die Erzählweise, also so die Struktur und die Art und Weise, wie er bestimmte Highlights gesetzt hat von wichtigen Elementen der Serie, das war schon sehr gut gemacht. Also er hat es geschafft, immer so diese Kernelemente, die in Avatar irgendwie eine gewisse Epicness hatten, das auch zu transportieren. Nicht unbedingt reimtechnisch, aber halt so von der Delivery und von der Pausensetzung, das so gut in Szene zu setzen. Ich bin gespannt, ob das hier auch gelingt. Okay, lasst mal schauen. Ich bin gespannt. Übrigens an der Stelle natürlich, ne, Rest in Peace an den Erfinder, könnte man sagen. Toriyama war es, glaube ich, ne? Ich muss sagen, ich als Dragon Ball Fan hatte mit der Person dahinter, der dieses Universum erschaffen hat, nicht wirklich einen Bezug. Ich weiß, dass er auch in vielen anderen Bereichen aktiv war, mit seinen Zeichnungen und so, also auch im Gaming teilweise auch und sowas, ne? Aber ich habe es halt mitbekommen auf Twitter, wie immer. Aber ich wusste das bis dahin zum Beispiel gar nicht, weil ich war noch viel zu jung, um mich damit zu beschäftigen, von wem das stammt und so, weißt du? Und später war ich dann halt nicht mehr so im Dragon Ball-Universum. Ich habe Dragon Ball GT, das kam ja viele Jahre nach Dragon Ball Z, mal angefangen, aber das hat mich dann irgendwie nicht mehr gecatcht. Ich fand das irgendwie kacke. Also Dragon Ball Z habe ich voll gefeiert und dann kam Jahre später Dragon Ball GT. Ich dachte mir, geil, Digga, neues Dragon Ball, ich werde es durchsuchten. Aber nee, war ganz schnell raus irgendwie. Ich weiß auch nicht, ja, ob es an mir lag, dass ich einfach älter geworden bin oder was mich verändert habe oder ob die Serie nicht mithalten konnte mit Z, weiß ich nicht. Okay, aber wir gehen rein. Mal gucken, Alter. Let's go. Warning, this video contains flashing lights and images, which could possibly trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Okay, ihr wurdet gewarnt. Ja. Ey, aber das war auch einmal, guck mal, ey, mal ganz ehrlich, es reicht doch schon dieses Bild, das war doch einfach für Kinder, das war doch einfach die Figur, Digga. Jeder wollte sein wie Goku, Alter. Oder von mir aus wie Vegeta. Oder von mir aus wie Son Goten. Oder von mir aus wie Son Gohan. Oder von mir aus wie, wen gab's noch? Ihr wisst, Trunks von mir aus. Das waren einfach die Helden, Digga. Diese Super Saiyajin und dann blonde Haare und nach oben. Es war einfach geil gemacht. Also es hat mir voll den Kick gegeben damals.
Mein Name ist Son Goku, bin der Stärkste, doch tu nicht, als ob ich was Besseres wäre. Besiegte den Obertyp. Ja, aber das stimmt, ne? Son Goku war in diesem Universum immer so der übelste Big Boss, aber trotzdem immer so sympathischer, korrekter Charakter, ne? Also er hat nie so diese Heldenfigur von wegen so, ich bin der Krasse, so verkörpert, er war trotzdem so ein cooler Dude. Okay, wir gehen jetzt rein. Halt mal die Schnauze, Gio. Mein Name ist Son Goku, bin der Stärkste, doch tu nicht, als ob ich was Besseres wäre. Besiegte den Oberteufel und wurde zum ersten Mal Retter der Erde. Bekam einen Sohn, wir nannten ihn Gohan, um Opa zu ehren. Der Dragon Ball mit 4 Sternen soll dich beschützen auf all deinen Fährten. Ja, aber er macht es wieder, er schafft es wieder, diese wichtigen Lines cool zu performen. Ich wusste gar nicht mehr, dass Son Gohan, war das so, dass der Name irgendwie so eine Ehre, also um den Opa zu ehren gewählt wurde, weiß ich gar nicht, bin ich gar nicht mehr drin, wie der Opa hieß und so. Was war das da? Wie hieß der? Gohan, um Opa zu ehren. Der Dragon Boy mit 4 Sternen soll dich beschützen auf all deinen Fährten. Die friedlichen Jahre vorbei, vom Himmel geflogen der Feind. Er landete in einer Raumkapsel und behauptet, mein Bruder zu sein. Ah ja, das ist doch Vegeta, ne? Oder? Oder bin ich jetzt komplett dumm gerade im Kopf, Alter? Jetzt habe ich Angst, dass ich mich voll blamiere. Aber der kam doch dann mit diesem anderen Dude, Alter, mit diesem Raditz oder so. Mit diesem anderen kam der doch auf den Planeten, oder? Clip, hab ich verkackt? Nein! Das ist zu lange her, scheiße, Alter. Ich dachte irgendwie, mit Nappa, genau, ja. Nappa und Vegeta kamen doch dann irgendwie auf diesen Planeten, oder bin ich dumm? Und wollten da Beef. Der war doch erst böse. Wurde doch, egal, ich höre mal erst mal zu, Alter. Aber Vegeta kam später. Das Raditz und Gokus Bruder. Nappa ist der Glotzkopf, der mit Vegeta... Okay, dann habe ich die Situation verwechselt. Ich wusste, hab's so richtig in Erinnerung, aber hab's mit der Szene verwechselt. Okay, vielleicht sollte ich lieber meine Schnauze halten. Vom Himmel geflogen, der Feind. Er landete in einer Raumkapsel und behauptet, mein Bruder zu sein. Hätte sie verlassen, schon als kleines Kind. Eine Kriegerrasse namens Saiyajin. Er sagt, mein Name wäre Kakarot, doch ich will nicht glauben, dass ich einer bin. Ey, ist aber eigentlich so ein Scheißname, ne? Kakarot, stimmt. Hab ich auch wieder... Was für ein Kackname, Digga. Was für ein Scheiß, was für Kakarott, Alter. Wer kommt auf so eine Scheißidee? Aber stimmt, diese Super Saiyajins wurden auch erst mit Z eingeführt, ne? Also ich glaube, in dieser Original Dragon Ball Serie, da war Son Goku ja mal als Kind einfach da. Da hat das noch gar keine Rolle gespielt, ne? Aber das war für mich als Kind damals halt das Interessante. Diese Super Saiyajins. Ne, Super Saiyan, da gab es so verschiedene Stufen, Super Saiyajin Stufe 3 und dann sah das noch krasser aus und so. Die haben da schon irgendwie dieses animalische, machthungrige in mir geweckt. Kriegerrasse namens Saiyajin, er sagt, mein Name wäre Kakarot, doch ich will nicht glauben, dass ich einer bin. Entführte dann meinen Sohnemann, in der Raumkapsel hat er Todesangst. Digga, das wusste ich gar nicht mehr, war das so? Piccolo zusammen sofort an und die Kraft von Gohan fing zu lodern an. Haben keine Chance, denn die Kraft von Raditz ist zu groß und ich merke den Unterschied. Deshalb opfer ich mich als die Höllenspirale, gemeinsam durch unseren Brustkorb schießt. Digga, war das so, was? What the fuck, Digga, war das so brutal? Ich weiß es nicht mehr. Was hab ich da geguckt als Kind, Digga? Ah, war das dann... Und da war das dann das, wo er dann diese Brücke entlang gerannt ist, ewig, weil er tot war irgendwie? Diese, oder verwechsel ich das schon wieder? Digga, what the fuck? Ist ja voll episch gewesen, Dragon Ball Z. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das gefeiert habe, Alter. Alter. Ey, wollen wir irgendwann mal Dragon Ball gucken? Also wir können es nicht demnächst machen, weil ich noch andere Sachen in der Pipeline habe. Attack on Titan und Korra. Aber prinzipiell, warum nicht? Und ich merke den Unterschied, deshalb opfer ich mich als die Höllenspirale, gemeinsam durch unseren Brustkorb schießt. Macht euch keine Sorgen, durch die Dragon Balls sehen wir uns bald wieder. Ja. Trainiert eure Kräfte, denn in einem Jahr kommt ein Angriff zwei weiterer Krieger. Piccolo. Da, das sind die gewesen, Vegeta, glaube ich. Wir uns bald wieder. Trainiert eure Kräfte, denn in einem Jahr kommt ein Angriff zwei weiterer Krieger. Piccolo trainiert Son Gohan, ich trainiere auf Kaios Planeten. Die Schwerkraft zu meistern, der erste Schritt zur Genki-Dama, Kaioken am Baby. Ja, Digga. Von all meinen Freunden, ah, das habe ich auch mega gefeiert, Genki-Dama, das war doch das, wo die ganzen Menschen ihren Arm heben mussten, oder? Gebt mir eure Kraft. Die Schwerkraft zu meistern, der erste Schritt zur Genki-Dama, Kaioken am Beben. Ja, ich lebe mit dem Leben von all meinen Freunden, den Tag, als ihr Kampf werdet ihn auch bereuen. Die knallharten Fäuste bringen Nappa zum Träumen, Kaioken, sie lässt meine Aura erleuchten. Kampfkraft over 9000 mal 3 und der Scouter platzt. Alle aufgepasst, weil die Power fasst, meinen Körper zerreißt und eine Pause rusht. Wow, das fand ich zum Beispiel geil. Das war keine starke Reimkette von den Reimen, aber sie war zumindest eine längere Reimkette, die den Flow und auch den Inhalt getragen hat. Das war geil, Digga. Und stimmt, die hatten damals so eine Scanner, ne? Da wurde dann immer angezeigt, wie stark jemand ist. So eigentlich voll dumm, so. Aber, ey, ich fand's geil. Fäuste bringen Nappa zum Träumen. Kaioken, sie lässt meine Aura erleuchten. Kampfkraft over 9000 mal 3 und der Scouter platzt. Alle aufgepasst, weil die Power fasst. Meinen Körper zerreißt ohne Pause. Rush ich direkt auf den Feind zu. Schläge sie treffen. Vegeta vergeht mit ein ekliges Lächeln. Er schafft ein Licht. Aber guck mal, er macht's auch geil, weil er passt seinen Flow so geil den Situationen an. Jetzt kommt ein aufregender Kampf.
Es ist ein spannender Kampf, ne? Boah, neue Attacken, dies, das, der eine fliegt zu dem, bla, und er passt den Flow an mit, also so diese Aufregung, dieser finalwürdige erste Kampf sozusagen, der wird vom Flow getragen und das lässt es so episch wirken. Ich finde, das ist echt eine Kunst, also das macht er echt gut. Diese Geschichtserzählweise mit diesem Flow zu verbinden, das muss ich echt sagen, finde ich echt nicht schlecht. Eine Pause rush ich direkt auf den Feind, Zuschläge sie treffen, Vegeta vergibt mit sein ekliges Lächeln, er erschafft ein Licht und er legt seine Fesseln ab, um den Wehraffen nun in sich zu wecken. Ah. Von Gohan, sie kämpfen nun tapfer und da ist doch einer, der Angst hat, doch auch mit einer mickrigen Kampfkraft schneidet der Jirobi Vegetas Schwanz am Limit. Fuck, wer war das, Digga? Ich peil nicht, ich hab den, wer ist das noch? Ich hab den voll vergessen. Wer ist denn das? Er hat einfach alles gerettet? Er hat ihm einfach den Schwanz abgeschnitten? Einfach so ein random? So ein weirder Kleiner? Was? Jairobi? Wer war das, Digga? Ich hab den noch nie in meinem Leben gesehen. Hab ich die Folge verpasst? Den kenne ich gar nicht, Alter. Den gab es schon von Dragon Ball. OG von Dragon Ball. Ey, ich hab den krass, Digga. Aber da siehst du mal, wie viel du vergisst. Ist ja krass, dass ihr das alle... Habt ihr das öfter gesehen, oder? Also, weil, woher wisst ihr all die Namen noch und so? Das ist ja crazy, Alter. Licht und er legt seine Fesseln ab, um den Wehraffen nun in sich zu wecken. Krillin und Son Gohan, sie kämpfen nun tapfer und da ist doch einer, der Angst hat. Doch auch mit einer mickrigen Kampfkraft schneidet der Jirobi Vegetas Schwanz am Limit. Der Wille von uns ist gepanzert. Z-Krieger legt dich nicht an mit der Mannschaft. Weiß zwar, eine Disco-Sauce, doch die Genki-Dama prallt an Son Gohans Hand ab. Ey, Digga, aber wie geil er auch wirklich den Kampf beschreibt, ne, mit den verschiedenen Attacken und so. Mit einer mickrigen Kampfkraft schneidet der Jirobi Vegetas Schwanz am Limit. Der Wille von uns ist gepanzert. Z-Krieger legt dich nicht an mit der Mannschaft. Weiß zwar, eine Disco-Sauce, doch die Genki-Dama prallt an Son Gohans Hand ab. Und trifft dich direkt, ein Schnitt in den Rücken für all deine Fehler. Und nun frühstückt der stolze Vegeta. Wer stärker ist, klären wir später. Für alle. Ja, wer später ist, klären wir später. Oh, nice. Fehler. Und nun frühstückt der stolze Vegeta. Ich hab aber echt nicht gewusst, dass das so brutal war. Irgendwie hatte ich so in meinem Kopf, dass so. Also, ich hab gehört, dass da immer viel zensiert wurde für den deutschsprachigen Raum. Ich weiß es nicht, inwiefern das wirklich so dargestellt, aber ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, Digga, dass da wirklich so harte Wunden und so. Und trifft dich direkt, ein Schnitt in den Rücken für all deine Fehler. Und nun frühstückt der stolze Vegeta. Wer stärker ist, klären wir später. Für alle Verstorbenen sammeln wir die Dragon Balls nun auf Namek. Die anderen sind bereits vorgeflogen, was dort los ist, hab ich dich erwartet. Aber warte mal, Namek, das sagt mir auch was. Gab doch irgendeinen Charakter, der aus Namek kam. War das Piccolo? Der, war das deine Heimnähe, oder? Ich laber wieder Scheiße wahrscheinlich, Digga. Jetzt habe ich voll die Angst, die ganze Zeit Scheiße zu labern. War Piccolo? Was wollt ihr, Digga? Was wollt ihr, ihr Noobs? Die Dragon Balls und auf Namek. Die anderen sind bereits vorgeflogen. Was dort los ist, hab ich dich erwartet. Son Gohan, Krillin und Vegeta in Sicht. Am Boden Gedanken gelesen und ich klöpfe mir in Sekunden die Ginyu-Phosphor. Dieser Zirkusverein, keine Gegner für mich. Ginyu merkt, dass er gegen mich verliert. Bevor ich ahnen kann, was hier passiert. Verletzt er sich tödlich und nutzt sein Skill. Schießt dann nicht dran und tauscht seinen Körper mit mir. Vegeta zerfetzt sich. Was? Der hat den Körper getauscht? Digga, ich bin grad. Mir kommt es gerade wirklich vor, als gucke ich die Serie zum ersten Mal. Wie er hat den. Was ist da passiert? Das ist ja so geil, Digga. Ich hab wirklich das Gefühl, ich guck Dragon Ball neu. Dann was hier passiert, verletzt er sich tödlich und nutzt sein Skill, schießt dann nicht dran und tauscht seinen Körper mit mir. Vegeta zerfetzt sie mit bösen Schlägen. Ich werf einen Frosch, als er ihn übernehmen will. Der Trottel bekommt die gerechte Strafe, kann sein restliches Dasein als Kröte leben. Er hat ihn als Kröte verwandelt? Ich weiß das wirklich nicht. Woran ich mich noch erinnern kann, war so Buu, der so in verschiedenen Stadien, den gab's dann in dick, in dünn und so. Ich erinnere mich an die, hier, Fusion, Cell und so. Oder C18, C17, C18. Aber das, ich hab das hier alles komplett. Digga, wir müssen das unbedingt nochmal gucken. Das ist ja krank, was da alles passiert ist. Ein Frosch, als er ihn übernehmen will. Der Trottel bekommt die gerechte Strafe, kann sein restliches Dasein als Kröte leben. Mein richtiger Körper kam wieder zu mir. Geschwächt von der Schlacht, doch ich stehe noch hier. In die Kapsel, damit die Kraft regeneriert, weil der Feindsgruppe Lust jeden eliminiert. Volunga hat Piccolo wiederbelebt. Gerufen nach Namek, doch Freezer begeht sich zum Kämpfen. Verwandelt sich, steigert die Kraft, fliegt zum Kampf, lass auch kommt für Vegeta zu spät. Ah, jetzt kommt die, ja, okay. Begeht sich zum Kämpfen, verwandelt sich, steigert die Kraft, fliegt zum Kampf, lass auch kommt für Vegeta zu spät. Er liegt am Boden, Augen, sie sind voller Tränen. Packt seinen Stolz zur Seite und spricht die letzte Bitte seines Lebens. Freezer fürchtet sich vor der Legende. Scheiße, was war denn die letzte Bitte? Chat, was war die letzte Bitte? Ich glaube, das war nämlich eine kranke. Ging es um seinen Sohn? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich weiß noch, dass das irgendwie so eine wichtige Szene war. Er war einfach nur besiegt Freezer, aber ich weiß, dass sie irgendwie episch war. Ich kann mich daran irgendwie noch erinnern. Ich habe da irgendwie rette die Saiyajins oder so. Du musst mein Volk und unsere Väter rächen. Ey, aber. Ganz ehrlich, wenn ich mir das nochmal angucke, weiß ich wieder, warum ich das so gefeiert habe. Das war ja überepisch. Selbst heute noch, das war ja fucking episch. An C18 erinnert er sich, Sass. Ach, war das die Frau? Die Blonde? Ich verstehe nichts, aber klingt geil.
Platz, auch kommt für Vegeta zu spät. Er liegt am Boden, Augen, sie sind voller Tränen. Packt seinen Stolz zur Seite und spricht die letzte Bitte seines Lebens. Freezer fürchtet sich vor der Legende des Super Saiyajin. Sein Ende bringt für unser Volk die Wende. Bitte Kakarot, beende unseren Fluch. Vegeta beerdigt, der Kampf gegen Freezer begann es beschwerlich. 20-fache Kaioken beherrscht die Genki-Dama, für Freezer gefährlich. Ja, Digga, das sieht mal so episch aus, Alter. Diese Kaioken, 20-fach und Genki-Dama. Begann es beschwerlich, 20-fache Kaioken beherrscht die Genki-Dama, für Freezer gefährlich. Wir dachten, es wäre vorbei, doch Freezer kam wieder, ich höre ihn schreien. Flehe ihn an, er ist schwach, lass ihn frei, doch dann lässt er ihn platzen und es wurde Zeit. Er weckte mein Zorn und sprenge die Norm, Super Saiyajin, die neue Form. Ah, das war das erste Mal Super Saiyajin? Und es wurde Zeit. Alter, ich hab das so gefeiert, ne? Er weckte mein Zorn und sprenge die Norm. Super Saiyajin, die neue Form. Heute ist eine Legende geboren. Beginnen wir diesen Kampf nochmal von vorne. Alter, ist aber auch so sexy, Digga. Super Saiyajin Son Goku ist einfach fucking sexy. Aber man muss aber auch sagen, es ist natürlich auch schwer, so ein Universum weiterzuführen, ne? Weil du bist ja, da gibt's, glaube ich, auch einen Begriff für. Weil du bist ja an einem Punkt, wo du immer wieder... Also du musst immer wieder toppen, die Stärke, also die Kampfkraft von jemandem, weißt du, wie ich meine? Du bist quasi immer wieder, wird diese Kampfkraft nach oben geschraubt, um diese Geschichte spannend zu halten. Irgendwann ist sie auch zu Ende, Digga, wie stark willst du werden, so, weißt du? Er schwach, lass ihn frei, doch dann lässt er ihn platzen und es wurde Zeit. Er weckte mein Zorn und sprenge die Norm, Super Saiyajin, die neue Form. Heute ist eine Legende geboren, beginnen wir diesen Kampf nochmal von vorn. Polunga bringt außer uns alle zur Erde, das Ende von Namek in greifbarer Ferne. Du kannst nicht entkommen, auch wenn ich dich sterbe, auch wenn du abschauen bist, töte ich dich gerne. Kann nicht mehr lange in der Hitze bleiben, denn ich steh zu scheiden, wenn die Richtung treiben. Weil sie mich auf jeden Schritt begleiten, lasse ich dich einfach durch die Mitte teilen. Digga, was hab ich, war das so brutal? Das haben die, ey, sag doch mal ganz ehrlich, das würde man heute nicht mehr ausstrahlen im Kinderprogramm. Also heute würde man das nicht mehr machen. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Meine Kleine guckt ja auch viel so Kinderzeugs, aber da gibt es solche Szenen nicht. Aber ich fand das jetzt nicht schlimm. Also wenn ich das heute sehe, dann bin ich überrascht, weil ich mir denke, ey, krass, dass es damals so lief, aber es hat mich persönlich jetzt in keinster Weise irgendwie traumatisiert oder so. Ich fand das einfach nur geil. Zu scheiden, wenn die Richtung treiben, weil sie mich... Alles wurde zensiert. Ach, war das in Deutschem hier alles so? Hat man das nicht so gesehen? Ja, aber krass, Digga. Da muss man sich das ja echt unzensiert angucken. Gibt es so deutsche Versionen unzensiert? Wo irgendwie die unzensierten Stellen mit drin sind? Das wäre ganz geil. Weil ich würde es mir schon gerne auf Deutsch reinziehen, so wie ich es kenne. Auf jeden Schritt begleiten, lasse ich dich einfach durch die Mitte teilen. Jetzt ist der große Tyrann namens Freezer wie ein kleines Kind am Weinen. Dann gab ich dir noch Energie. Digga, er ist wie ein kleines... Bruder, der Typ liegt zerteilt da. Natürlich weint er wie ein kleines Kind. Der hat gerade seinen Unterkörper verloren und liegt da nur noch zur Hälfte, Alter. Natürlich weint er. Jetzt ist der große Tyrann namens Freezer wie ein kleines Kind am Weinen. Dann gab ich dir noch Energie. Warum bin ich nur so naiv? Ich sammle mein Kind. Oh nein, war das so? Ja, und ich schieß. Hab dich besiegt, alles so intensiv. Stellst du dein Raumschiff auf Digga, was war das für ein Bild? Guck mal an. So naiv. Ich sammle mein Kind. Ja, und ich schieß. Hab dich besiegt, alles so. Was hat der mit dem gemacht, Alter? Was für ein Face, Alter. Hat den ja richtig geschlachtet, Alter. Was? Dieser Blick, Bruder. Der hat ja mit allem abgeschlossen in dem Moment. Da war ja mit allem vorbei. Intensiv, stellst du dein Raumschiff auf, dass es noch fliegt. Hau auf die Tasten, aber nichts geschieht. Eine Raumkapsel von der Genio Force, die letzte Rettung, die es hier noch gibt. Es passierte so unglaublich viel. Ja, dran voll zum nächsten Ziel. Einige. Ja, Draht. Siehst du, sagt mir jetzt gar nichts mehr. Es passierte so unglaublich viel. Ja, Draht wird zum nächsten Ziel. Ja, Draht wird zum nächsten Ziel, okay? Einige Zeit verging, ich bin auf der Erde wieder angekommen. Zum ersten Mal habe ich Trunks getroffen, den Super Saiyajin-Kampf angenommen. Ja, das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Was, wie das mit Trunks genau war, die Story, also warum er da war und so. Erde wieder angekommen. Zum ersten Mal habe ich Trunks getroffen, den Super Saiyajin-Kampf angenommen. Wäre das Schwert mit dem Finger ab, währenddessen ist Vegeta vor Hass am Kochen. Trunks erzählt mir alles aus der Zukunft und das Cyborg schon bald dieses ganze Bomben. Ach, der kam aus der Zukunft, Digga. Siehst du, das war, hat mir gefehlt. Ist Vegeta vor Hass am Kochen. Trunks erzählt mir alles aus der Zukunft und das Cyborg schon bald dieses ganze Bomben. Ich wäre in der Zukunft gestorben und liege schon lange auf dem Friedhof. Eine Herzkrankheit ist der Grund, doch er gibt mir ein Mittel gegen diesen Virus. Digga, wie krank. Das waren sogar mit so Zeitsprünge. Er gibt ihm ein Medikament, weil er weiß, dass er in der Zukunft daran sterben. Bro, Digga, wie krank war das?
liege schon lang auf dem Friedhof. Eine Herzkrankheit ist der Grund, doch er gibt mir ein Mittel gegen diesen Virus. 3 Jahre vergingen mit hartem Training. Die Cyborgs erscheinen und sind hart im Nehmen. Die kenne ich noch, Alter, ja. Mittel gegen diesen Virus. 3 Jahre vergingen mit hartem Training. Die Cyborgs erscheinen und sind hart im Nehmen. Ich bin schnell erschöpft durch die Krankheit. Der Urteil von Super Vegeta lässt alles beben. Trunks ist als Unterstützung nun aus der Zukunft angekommen. Er kennt die Cyborgs sind anders als sie, die er kennt und bekommt langsam andere Sorgen. Dr. Gero befreit sie, ein Tritt von C18. Vegeta sein Arm gebrochen. Jetzt diese, ja, genau, C18, Alter, kenne ich auch noch. Er kennt und bekommt langsam andere Sorgen. Dr. Gero befreit sie, ein Tritt von C18, Vegeta sein Arm gebrochen. Die Stärke auf anderem Level gedemütigt, hatte der Prinz seinen Kampf verloren. 10 Tage Heilungsphase, Cell taucht auf mit deiner Gabe. Alter, aber weißt du, was mich, jetzt wo ich Cell gerade sehe, was mich richtig abgefuckt hat an Dragon Ball? Also zumindest hatte ich das Gefühl in meiner Kindheit, ich weiß nicht, ob so die Erinnerung trügt oder ob es wirklich so war, aber wie die teilweise 30 Minuten davon geredet haben, dass der Kampf losgeht und der Kampf geht nicht los. Ich werde dich gleich zerstören. Und dann geht die Szene woanders hin. Da kommt wieder 2 Minuten so. Gleich ist es soweit. Du wirst sehen, was du davon hast. Andere Szene so. Ich so, Bro. Und dann springt der andere auf den anderen zu, Folge vorbei. Nächstes Mal, Bruder. Das hat mich richtig abgefuckt, das weiß ich noch. Der saugt einfach Menschen aus, nur die Kleidung liegt noch auf der Straße. Das Feld taucht auf mit deiner Gabe. Er saugt einfach Menschen aus, nur die Kleidung liegt noch. Heilungsphase, das Feld taucht auf mit deiner Gabe. Er saugt einfach Menschen aus, nur die Kleidung. Bro, ich schwöre, ich hab das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der hat Menschen ausgesaugt. Ich wusste das nicht mehr. Also ich wusste noch, dass der böse war. Einfach Gio sein Zwill. Liegt noch auf der Straße. Er braucht C17 und C18 für die finale Form. Der Raum von Geist und Zeit bringt uns Meile weit voran und bringt ganz neue Kräfte hervor. Vegeta und Trunks sind als erstes dran. Wie ausgetauscht kommen sie da raus. Zerfetzte Kleidung. Warte mal, das habe ich nicht verstanden. Wo waren sie? Ach so, in so einer Übungsarena, wo sie. War das nicht irgendwie so, dass wenn sie da geübt haben, ist da die Zeit weitaus langsamer vergangen als. Digga, wer kommt auf so eine kranke Kacke? War das nicht irgendwie so? Die konnten dann da theoretisch Jahre trainieren, aber in der Wirklichkeit ist nur eine Stunde vergangen oder irgendwie sowas? War das das? 10 und C18 für die finale Form. Der Raum von Geist und Zeit bringt uns Meile weit voran und bringt ganz neue Kräfte hervor. Aber es ist halt einfach geil, Digga. Ein Tag, ein Jahr. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, wie geil ist das? Also selbst mit 33 kriegst du mich noch mit so einer kranken Kacke. Finde ich immer noch geil. Vegeta und Trunks sind als erstes dran. Wie ausgetauscht kommen sie da raus. Zerfetzte Kleidung und voll im Rausch. Schwimmt Vegeta sofort auf den Gegner drauf. Cells neue Form war kein Hindernis. Vegeta dominiert ihn spielerisch. Cell manipuliert ihn widerlich. Weil die letzte Form fast unbesiegbar ist. Alles aus, Cell perfekt. Pumpt sich auf für Final Flash. Auch wenn das letzte Gefecht. Boostet seinen halben Körper weg. Vegeta verloren und Trunks ist am Toben. Pupillen verschwinden, die Kraft ist am Brodeln. Die Muskeln sie platzen, fast kann ich verschonen. Der Gegner zu stark und zwingt ihn auf den Boden. Cell macht sich nun einen Spaß aus. Veranstaltet nun ein Turnier. Stimmt, da gab es doch ein Turnier. Aber man muss sagen, macht es wirklich wieder gut, oder? Also guck mal, ich als jemand, der Dragon Ball gesehen hat und viel vergessen hat, ich bin da drin. Für mich ist das wie ein Film. Ich finde, das ist ein geiler Content. Also er nimmt immer diese, er rappt es dann immer aus der Perspektive des Hauptcharakters und erzählt einfach die Geschichte nach. Aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Das musst du erstmal hinbekommen. Also das in so einen Text zu quetschen und die wichtigen Eckpunkte irgendwie aufzuzählen und die Lines so zu schreiben, dass sie spannend bleiben, dass die Geschichte irgendwie spannend bleibt. Ich finde, er macht das echt nice. Vegeta verloren und Trunks ist am Toben. Pupillen verschwinden, die Kraft ist am Brodeln. Die Muskeln, sie platzen, fast kann ich verschonen. Der Gegner zu stark und zwingt ihn auf den Boden. Cell macht sich. Aber weißt du, ganz kurz, sorry, dass ich mal unterbreche, aber das macht mir ein bisschen Angst. Wir können nicht alles von ihm gucken. Wenn er jetzt zum Beispiel so eine Attack on Titan Song macht, Bro, kann ich nicht sehen. Das spoilert mir ja alles weg. Also ich glaube, das ist vor allem geil, wenn man es halt gesehen hat. Aber ich werde mir nicht Sachen reinziehen können, die wir noch gucken wollen, Alter. Dann bin ich ja komplett am Arsch. Dann nimmt ja, also da erzählt ihr ja alles. Das ist am Brodeln, die Muskeln sie platzen, fast kann ich verschonen. Der Gegner zu stark und zwingt ihn auf den Boden. Cell macht sich nun einen Spaß aus, veranstaltet nun ein Turnier. Währenddessen im Raum von Geist und Zeit bin ich mit Son Gohan am Trainieren. Ah, genau, Alter. Son Gohan wurde später auch über Badass. Den Super Saiyajin-Modus brauchen wir mittlerweile nicht mehr aktivieren. Denn der Zustand ist mittlerweile ganz normal für uns. Hab einen Plan im Visier. 9 Tage und dann ist Showdown. Meine Frau Gigi ist sauer auf mich. Ihr Sohn sieht für sie aus wie ein Punker, trainieren, das brauchen wir nicht. Echt, war das so? Hat sie sich so aufgeregt, wie er aussah? Frau Gigi ist sauer auf mich. Ihr Sohn sieht für sie aus wie... War sie abgefuckt wegen der Haarfrisur? Oder was? Wegen der Haarfarbe? Das weiß ich gar nicht mehr, Alter. Ein Punker trainieren, das brauchen wir nicht. Z-Krieger, versammelt euch. Wir machen uns auf zu den Zeltspielen. Mr. Satan will gerne den Held spielen. Doch in Wahrheit bringen wir den Weltfrieden. Mann, Mr. Satan. Der dachte, er wäre voll krass, oder? In diesen Turnieren war übel der Lappen, glaube ich.
will gerne den Held spielen, doch in Wahrheit bringen wir den Weltfrieden. Überlass mir doch bitte den Vortritt, denn ich will wissen, wie stark seine Form ist. Wir kämpfen verbissen, doch dann geb ich auf, alles dreht sich um Gohan wie Orbit. Zeig uns, wie groß all dein Zorn ist, Cell will ihn triggern, er schafft seine Brut. Ja, sie sind deutlich stärker, als sie aussehen und Gohan entfesselt nun endlich die Wut. Wie, Digga, der hat da so eine kleinen Minisoldaten gehabt? In Blau, die voll krass waren? Cell will ihn triggern, er schafft seine Brut. Ja, sie sind deutlich stärker, als sie aussehen und Gohan entfesselt nun endlich die Wut. Sie sich sind zertreten, die Kräfte erheben sich, Cell sei bereit für dein letztes Vergehen. Den Gohan erreicht schon ein neues Level und die Cellbrut in Millisekunden erledigt. Doch leider ist Gohan nun sehr überheblich, er dominiert ihn, sein Charakter fast eklig. Er soll es beenden, bevor es zu spät ist. Doch was dann passieren wird, einfach nur episch. Hey. Aber was? Alter, what the fuck? Wo hab ich's da angehalten, Digga? Aber ich wusste das auch nicht mehr. Also er kam mit dieser Macht nicht klar. Das hat ihn so, hat so seinen Charakter verdorben, ja? War gar nicht mehr im Kopf gehabt, Alter. Sie sich sind zertreten, die Kräfte erheben sich. Cell sei bereit für dein letztes Vergehen. Den Gohan erreicht schon ein neues Level und die Cellbrut in Millisekunden erledigt. Doch leider ist Gohan nun sehr überheblich. Er dominiert ihn, sein Charakter fast eklig. Er soll es beenden, bevor es zu spät ist. Doch was dann passieren wird, einfach nur episch. Cell will sich nun in die Luft sprengen. Momentane Teleportation. Verabschiede mich, denn ich hab ne Vision. Ich opfer mein Leben für Abermillionen. Mr. Kaios Planet muss dran glauben. Doch Cell, er kommt wieder und jagt weiter seine Mission. Trunks wird getötet, Vegeta tickt aus, denn er spürte die Liebe im Kampf. Digga, wie viel passiert hier? Digga, wie viel... What the fucking hell? Was? Wird einfach erheblich, er dominiert ihn, sein Charakter fast eklig. Er soll es beenden, bevor es zu spät ist. Doch was dann passieren wird, einfach nur episch. Hey, will sich nun... Also er wollte sich irgendwie in die Luft sprengen. Son Goku teleportiert ihn auf einen anderen Planeten. Cell explodiert, aber lebt dann doch wieder auf der Erde und fuckt die Menschheit... Es ging sehr schnell jetzt. Luft sprengen, momentane Teleportation. Verabschiede mich, denn ich hab ne Vision. Ich opfer mein Leben für Abermillionen. Mr. Kaios Planet muss dran glauben. Doch Cell, er kommt wieder und jagt weiter seine Mission. Trunks wird getötet, Vegeta tickt aus, denn er spürte die Liebe im Kampf für seinen Sohn. Cell ist bereit zum erbitterten Fight. Lehnt als ein Ki auf für den Zum Beispiel diese Stelle ist wieder so das, was ich meine. Er spürte die Liebe zu seinem Sohn. Also er schafft es wirklich, diese finalen Sachen auch finalwürdig zu präsentieren, ne? Aus, denn er spürte die Liebe im Kampf für seinen Sohn. Cell ist bereit zum erbitterten Fight. Lehnt als ein Ki auf für den finalen Schlag. Gohan, er spürte die Aura von Papa und schießt mit dem Vater zum Kamehameha. Schießt deine Zellen in die Umlaufbahn. Endlich hat all diese Seele dein Ende. Vater legte es mir in meine Hände. Teen, Gohan wurde zur Legende. 7 Jahre später, Goku ist immer noch tot. Ah, ja, stimmt, Digga. Teen, Gohan wurde zur Legende. Ja, stimmt, Gohan wurde dann ja groß. 7 Jahre. Und dann kam ja noch zum Goten, ne? Alter, guck mal, da siehst du, ey, ich hab das echt voll vergessen. So, das war ja krass. Wie viel Folgen hatte Dragon Ball Z? Wisst ihr das? Habt ihr das auf dem Schirm? Ich hab das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass da so viel passiert ist. 204, fast 300 Folgen. Alter, boah, krass, das wusste ich nicht mehr. Das ist ja krank. Der ist mir in meine Hände, Teen. Gohan wurde zur Legende. 7 Jahre später. Und ich glaube, hier war dann auch der Switch, wo die Serie ein neues Intro hatte, oder? Also ich glaube, hier gab es ein neues Intro, als wenn das so der neue Arc ist oder das neue Kapitel in Dragon Ball Z. Da legte es mir in meine Hände, Teen. Gohan wurde zur Legende. 7 Jahre später, Goku ist immer noch tot. Der Frieden der Erde gefährdet, das Majin M, was uns bald droht. Saiyaman rettet die Stadt, Videl und Goten, sie lernen zu fliegen. Das Fluidum müssen sie erstmal beherrschen und jeder hier möchte im Kampfturnier siegen. Ey, hey Digga, der lebt ja immer noch da, kleiner Angeber. Sie lernen zu fliegen, das Fluidum müssen sie erstmal beherrschen und jeder... Ja, was willst du denn, du Lappen? Ja, hier möchte im Kampfturnier siegen, ey. Goku darf einen Tag zur Erde, trifft seinen Sohn Goten zum ersten Mal. Ah, ja, siehst du, hier ist Goten. Ja, genau, ist von Goten. Möchte im Kampfturnier siegen, ey. Goku darf einen Tag zur Erde, trifft seinen Sohn Goten zum ersten Mal. Das Messgerät, es wird verbessert, Vegeta ist abgefuckt und sein Herz ist schwarz. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, warum Goku für einen Tag auf die Erde kommen durfte. Weiß das einer? Weil er hat natürlich das runtergebrochen, kann man auch nicht anders machen, so. Aber warum durfte er jetzt für einen Tag auf die Erde kommen? Sie erstmal beherrschen und jeder hier möchte im Kampfturnier siegen, ey. Um am Turnier teilzunehmen. Goku darf einen Tag zur Erde, trifft seinen Sohn Goten zum ersten Mal. Das Messgerät, es wird verbessert, Vegeta ist abgefuckt und sein Herz ist schwarz. Der Kaioshin und Kibito, sie wollen, dass Gohan bis an seine Grenzen geht. Spock, Povich und Yamo, sie saugen die Kraft aus ihm, während ihn Schmerzen quälen. Auf geht's mit der Verfolgungsjagd, der Kaioshin erzählt von Majin Buu. Ja, guck mal zum Beispiel an diese ganzen Typen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. An Buu kann ich mich noch erinnern, weil das war glaube ich so wirklich der finale Arc, oder? Das war so, ja, das war das Finale, glaube ich, von Dragon Ball Z. Der finale Gegner.
Lehren, die Schmerzen quälen. Auf geht's mit der Verfolgungsjagd. Der Kaioshin erzählt von Majin Buu. Angekommen im Versteck, bittet sie Dabra an, sich und gar nichts tun. Kämpfen und schnell durch die Ebenen. Aber dann erhebt sich Majin Vegeta, das Böse in ihm dominiert. Und zurück zum Turnier wird Son Goku nun endlich sein Gegner. Majin, Alter, stimmt, das gab's auch, Alter. Dann erhebt sich Majin Vegeta, das Böse in ihm dominiert. Und zurück zum Turnier wird Son Goku nun endlich sein Gegner. Pustet eine Ki-Bombe in die Tribüne, die Augen sind böse, die Aura ist wütend. Super Saiyajin 2 ist der Modus, die Kräfte sie clashen und alles verwüstet. Nach ewigen Zeiten werden wir uns messen, schon immer fast du auf diesen Kampf besessen. Die Aura am Himmel blitzen, wenn wir kämpfen, aber währenddessen sind sie Buu am Wecken. Kampfabbruch und du knockst mich aus, fliegst zum Kampf oder ziehen heraus. Das Aussehen von Buu ist nicht wirklich bedrohlich, im Kampf wegzustellen, er hat mies was drauf. Ja, da war überkrass, ne? Buu war so überkrass. Und dann wurde der ja noch krasser, als er dünner wurde. Dann gab es so eine dünnere Version. Die sah dann auch badass aus. Der dicke Buu sah schon, weiß wie Kim Jong-un oder so aus. Aber war schon heftig. Aber später war der richtig krank, Alter. Zum Kampf oder ziehen heraus. Das Aussehen von Buu ist nicht wirklich bedrohlich. Im Kampf wegzustellen, er hat mies was drauf. Dämonische Kraft, andere Dimension. Sein Körper wird sehr fest durch die Kanonen. 1000 Einzelteile. Doch es bringt nichts, er hat die perfekte Regeneration. Ja, genau. Der konnte sich einfach heilen. Hör mir zu, mein Sohn, pass bitte auf deine Mutter auf. Knock sie aus, es wird nichts verschont. Sammel mein Ki für die Export. Ja, das war episch. Daran kann ich mich erinnern. Sohn, pass bitte auf deine Mutter auf. Damit er ihn nicht auffällt. Irgendwie so. Das war voll so eine epische Stelle. Ich glaube, er opfert sich nämlich oder sowas. Hör mir zu, mein Sohn, pass bitte auf deine Mutter auf. Knock sie aus, es wird nichts verschont. Sammel mein Ki für die Explosion. Ein stolzer Krieger findet hier sein Ende. Die Hölle wartet darauf, dass ich brenne. Doch Buu. Boah, das sieht schon. Das sieht schon episch aus. Kriegt ein bisschen Gänsehaut, Digga. Dragon Ball war schon Killer. Ja, hat sich dann geopfert und hat ihn bewusstlos geschlagen, damit er ihn nicht aufhält. Das weiß ich doch, da hatte ich damals so, als ich ein Kind war, so übelste Gänsehaut-Kicks. Für die Explosion, ein stolzer Krieger findet hier sein Ende. Die Hölle wartet darauf, dass ich brenne. Doch Buu überlebt noch den heftigen Knall, eine Schande, dass er so sein Leben verschwendet. Zeit für ein Upgrade, die Fusion soll dem dicken Buschen zeigen, wo es lang geht. Ah, Digga, wie geil das war, Bruder. Bäm! Und dann wurden die so, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war, Alter. Schreie mir fast meine Seele raus, lange Haare, Super Saiyajin 3, der sich abhebt. Buu schon mal zeigen, wo es lang geht. Schreie mir fast meine Seele raus, lange Haare, Super Saiyajin 3, der sich abhebt. Ja, Bruder, badass. Super Saiyajin 3 ist vorbei, Digga. Was wollt ihr? Keine Chance, Alter. Gohan beim Kaioshin will nun sein gesamtes Potenzial durch Rituale wecken. Goten und Trunks fusionieren zu Super Gotenks, ja wir werden bald alle retten. Buu, der durch Satan in Wut ausbricht, verliert den Kampf gegen sein böses Ich. Super Buu ist das Ergebnis, ein Monster, was so viel Kraft wie seine Wut besitzt. Ja, Mann, das ist ein krankes Viech gewesen, Alter. Buu erscheint plötzlich im Gottespalast und löscht in Sekunden die Menschheit aus. Der Kampf verlagert sich zum Raum von Geist und Zeit, die Welt, die einen rettenden Kämpfer braucht. Wie, der hat die ganze... Was? Buu ist das Ergebnis, ein Monster, was so viel Kraft wie seine Wut besitzt. Buu erscheint plötzlich im Gottespalast und löscht in Sekunden die Menschheit. Der hat einfach die ganzen Menschen getötet. Guck mal, die armen Menschen da, die sind einfach alle gedeiht, Alter. Der Kampf verlagert sich zum Raum von Geist und Zeit, die Welt, die einen rettenden Kämpfer braucht. Super Ghost Kamikaze-Attacke, doch zwischen der Kraft eine Kluft. Sie wollen ihn einsperren, doch dann rastet Buu und schreit ein Dimensionsloch in die Luft. Ultimate Gohan erscheint und die Kraft, die er ausstrahlt. Ultimate, Bro! Sperren, doch dann rastet Buu und schreit ein Dimensionsloch in die Luft. Ultimate Gohan erscheint und die Kraft, die er ausstrahlt, schafft hier einen unfassbaren Druck. Dann absorbiert Buu plötzlich Gotenks und alles verändert sich im Innern, nur noch der Frust. Digga, was passiert hier? Digga, wie eskaliert das denn? Hier einen unfassbaren Druck. Dann absorbiert Buu plötzlich Gotenks und alles verändert sich im Innern, nur noch der Digga, Frust. Digga, was? Der wurde... Das hab ich... Alter... Wann kommt endlich Erlösung? Potara-Fusion ist die Lösung. Gohan verkackt sein Moment und er wird absorbiert. Er sorgt für die totale Empörung. Goku, Vegeta-Fusion. Er konnte die alle aufsaugen und die Kraft von denen absorbieren. Ist die Lösung. Gohan verkackt sein Moment und er wird absorbiert. Er sorgt für die totale Empörung. Goku, Vegeta-Fusion, die Geburt von Vegeto. Die Kraft gleich totaler Zerstörung. Dominieren ihn sogar als Bonbon. Teilen uns in ihm auf, retten von. Was? Die Geburt von Vegeto. Die Kraft gleich totaler Zerstörung. Dominieren ihn sogar als Bonbon. Teilen. Wie dominieren sie ihn als Bonbon? Was für Bonbon? Konnte der normale Buu das nicht auch? Leute absorbieren? Das weiß ich nicht. Also was man von gesehen hat, ist, dass er sich heilen konnte, aber keine Ahnung, ob er das auch schon konnte. Also als jemand, der Dragon Ball nie gesehen hat, wirkt das alles sehr random. Ey, Bruder, ich habe Dragon Ball gesehen, ich find's sehr random. Aber ich habe natürlich ein bisschen mehr Kontext. Und da ist auch mehr passiert, das ist schon sehr komprimiert. Das sind halt die Kämpfe quasi, ne? Die einzelnen Gegner abgearbeitet. Digga, zu krank. Schreie mir fast meine Seele raus, lange Haare, Super Saiyajin 3, der sich abhebt. Gohan beim Kaioshin will nun sein gesamtes Potenzial durch Rituale wecken. Goten und Trunks fusionieren zu Super Gotenks, ja wir werden bald alle retten. Ey, ich hab das aber so gefeiert, diese Fusion.
Ne, ich glaube, Kater und ich haben das dann teilweise auch zu Hause gemacht. Ne? So, ich und mein Bruder haben dann zusammen so. Aber hat nicht geklappt. Also wir, die Fusion hat nicht funktioniert, leider. Bu, der durch Satan in Wut ausbricht, verliert den Kampf gegen sein böses Ich. Super Bu ist das Ergebnis, ein Monster, was so viel Kraft wie seine Wut besitzt. Bu erscheint plötzlich im Gottespalast und löscht in Sekunden die Menschheit aus. Ja, da, guck mal, zum Beispiel sowas, Alter. So viel Kraft wie seine Wut besitzt. Bu erscheint plötzlich im Gottespalast und löscht in Sekunden die Menschheit. Der hat einfach die ganze Menschheit getötet, das wusste ich nicht mehr. Der hat einfach alle mit so einem Strahl den Rücken durchtrennt. Alter, what the fuck? Was ging da ab? Ich hab, also, ist krass so. Ich kann mich an diese Key-Momente noch erinnern. Cell, Vegeta, Trunks, ne, an die einzelnen Charaktere und so. Aber wie krank das teilweise war, wusste ich nicht mehr. Wie kann man das vergessen? Keiner, ich hab's einmal gesehen. Ich hab halt nie wieder einen Rewatch gemacht, aber ich hab, Bruder, keine Ahnung mehr. Ja, wirklich krass. Der Kampf verlagert sich zum Raum von Geist und Zeit, die Welt, die einen rettenden Kämpfer braucht. Super Ghost Kamikaze-Attacke, doch zwischen der Kraft eine Kluft. Sie wollen ihn einsperren, doch dann rastet Bu und schreit ein Dimensionsloch in die Luft. Ultimate Gohan erscheint und die Kraft, ja, das ist so geil, Digga, wie das einfach von einer Sache zur anderen springt. Dimensionsloch, Geisterattacke, Ultimate Gohan, was? Bro. Die Welt, die einen rettenden Kämpfer braucht. Super Ghost Kamikaze-Attacke, doch zwischen der Kraft eine Kluft. Sie wollen ihn einsperren, doch dann rastet Bu und schreit ein Dimensionsloch in die Luft. Ultimate Gohan erscheint und die Kraft, die er ausstrahlt, schafft hier einen unfassbaren Druck. Aber ganz kurz, wer war denn Ultimate Gohan jetzt? Weil der ist ja kein Super, was war denn das? Was ist da passiert? Weil der ist ja jetzt anscheinend ultra stark, aber der ist ja kein Super Saiyajin. Was war denn da jetzt? Warum Ultimate? Wie ist das passiert? Kann man das nicht mehr zusammenfassen? Weil peile ich gerade gar nicht. Die stärkste Form von Son Gohan. Gohan mit seinem ultimativen Potenzial freigeschaltet. Gohan mit seinem Potenzial erweckt bei der Kaioshin-Zeremonie. Ultimate Gohan kam zustande, indem er bei den Kaioshins trainiert hat. Okay. Kaioshins so. Ghost Kamikaze-Attacke, okay. Doch zwischen der Kraft eine Kluft. Sie wollen ihn einsperren, doch dann rastet Bu und schreit ein Dimensionsloch in die Luft. Ultimate Gohan erscheint und die Kraft, die er ausstrahlt, schafft hier einen unfassbaren Druck. Dann absorbiert Bu plötzlich Gotenks und alles verändert sich im Innern, nur noch der Frust. Wann kommt endlich Erlösung? Potara Fusion ist die Lösung. Gohan verkackt seinen Moment und der wird absorbiert. Er sorgt für die totale Entwicklung. Ja, ich glaube, da wollen Goku und Vegeta machen eine Fusion oder so. Das war zumindest der Plan. Sieht gerade nicht so gut aus. Potara Fusion ist die Lösung. Gohan verkackt seinen Moment und der wird absorbiert. Er sorgt für die totale Empörung. Goku, Vegeta, Fusion, die Geburt von Vegeto, die Kraft der Schutz. Ja, Mann, ja, es war aber auch dope, Alter. Weil das war halt auch so eine geile Idee, ne? Die beiden Rivalen, die irgendwie. Ja, immer, keine Ahnung, so einen Rivalenkampf hatten. Wer das Stärkere ist, fusionieren einfach. Für die totale Empörung. Goku, Vegeta, Fusion, die Geburt von Vegeto, die Kraft der totaler Zerstörung. Dominieren ihn sogar als Bonbon, teilen uns in ihm auf, retten Freunde die Krönung. Kid Bu erwacht und zerstörte die Erde. Der Kampf wird verlagert in weitere Ferne. Die Was? Aber da gab's ja noch Kid Bu, Alter. What the fuck? Wie viele Stufen diese einzelnen Gegner teilweise hatten? Stimmt, es gab noch diese kleine Version. Ah, ich glaube, wenn man das nicht gesehen hat, Alter, muss das ja komplett geisteskrank sein. Ich find's schon geisteskrank und ich hab's gesehen. Im Aufretten, Freunde, die Krönung. Kid Bu erwacht und zerstörte die Erde. Der Kampf wird verlagert in weitere Ferne. Die Welt der Chaos in der Ort des Finale. Goku auf Modus muss das wieder klären. Heiligenschein und der Super Saiyan 3. Das Limit am Klippen, der Kampf noch nicht vorbei. Verlier meine Kraft, heb die Hände für den Fight. Ein bisschen nur die Genki-Dama ist bereit. Ja, Digga, guck mal, er float es halt auch geil, wenn's spannend wird, ne? Wie er so reinbrüllt. Genki-Dama ist bereit. Freunde, die Krönung. Kid Bu erwacht und zerstörte die Erde. Der Kampf wird verlagert in weitere Ferne. Die Welt der Chaos in der Ort des Finale. Goku auf Modus muss das wieder klären. Heiligenschein und der Super Saiyan 3, das Limit am Klippen, der Kampf noch nicht vorbei. Verlier meine Kraft, heb die Hände für den Fight. Bisschen nur die Genki-Dama ist bereit. Die Menschheit hört nicht auf Vegeta und mich. Erst als Mr. Satan für uns spricht. Die Kräfte. Ah ja, stimmt, er brauchte die Kraft von denen. Und die haben die nicht ernst genommen, ne? Weil die alle dachten, dieser Mr. Satan ist der Krasse. Die Menschheit hört nicht auf Vegeta und ist so dumm, erst als Mr. Satan für uns spricht. Die Kräfte des Universums sind gesammelt. Die Riesen Genki-Dama brachte das Licht. Universum gerettet, wir sprengen die Skala. Bu, nun heißt es für dich Sayonara. Verwandel dich zur Super Genki-Dama. Rest in Peace Akira Toriyama. Oh, ey, was für ein episches Ende, Digga. Sayonara, verwandel dich zur Super Genki-Dama. Rest in Peace Akira Toriyama. Ey, Gänsehaut, Bro. Was für ein Ende, Digga. Ey, ich finde, er macht das echt gut. Ich finde, diese Geschichten zu erzählen, in Rap-Form, finde ich echt geil. Also, er kann das. Bisschen schade, dass halt keine Hook gab, aber war halt einfach zu lang, ne? Diese Geschichte ist so lang, da kannst du halt nicht gut aufteilen. Es war bei Avatar halt leichter dazu, das erste Buch, zweite Buch, dritte Buch. Aber die Hook hat halt so geballert, die war halt echt stark. Wäre halt geil gewesen, wäre hier nochmal so eine übelste Gänsehaut-Hook gewesen, die einen so richtig reinreißt, weil das war bei Avatar, finde ich, schon eine Sache, die dem Song
nochmal eine ganz andere Epicness gegeben hat. Aber wie gesagt, ist halt 300 Folgen, Bruder. Ne, der kann, geht ja kaum anders. Aber auch wieder nice. Also ich habe dem gerne zugehört. Und muss sagen, dass mir die Reime diesmal, ich baller euch das mal rein in den Chat, könnt ihr mal gerne ein bisschen Liebe da lassen. Mir sind die Reime auch diesmal gar nicht so negativ aufgefallen, weil der Song so lange ging und ich habe dann recht schnell sozusagen, ja, das Ignorieren gelernt. Am Anfang ist es mir wieder aufgefallen, aber es gab hier auch ein, zwei ganz coole Reimketten. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche, aber gab hier und da auch ganz coole Reimketten. Aber am Anfang ist mir schon wieder aufgefallen, es ist technisch halt wieder recht schwach. Aber auf die Länge gesehen ist mir das dann gar nicht mehr aufgefallen. Ich war nur noch bei der Story. Und es hat Spaß gemacht, das nochmal zu sehen. Also ich finde, das kann der echt, so diese Erzählweise und das so zu präsentieren, so episch. Das bringt das schon gut rüber, Alter. Reime waren stabil, nichts Besonderes, aber kein Minuspunkt. Da wäre ich schon anderer Meinung. Da gab es schon viele, viele, viele sehr, sehr, sehr simple Reime. Aber ist auch egal. Ist auch egal. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Also das ist mir beim Avatar-Song mehr aufgefallen, lag aber daran, dass es halt wirklich drei kurze Parts waren und da war die Konzentration hoch genug, um darauf zu achten. Hier warst du dann irgendwann nur noch in diesem Erzählmodus irgendwie drin und hast bist der Serie gefolgt so. Ne? Und ohne Hook halt, genau. Guck mal, das war doch ehrlich jetzt. Für Leute, die jetzt nicht gerade erst 20 sind, das war doch schon unsere Kindheit, oder nicht? Also bei uns war das Thema Nummer 1 auf dem Schulhof, ich habe jeden Tag darauf hingefiebert, auch wenn es jetzt bei der Reaction nicht so scheint, weil ich vieles vergessen habe, aber ich habe das wirklich eine lange Zeit, war das mein Alltag, ja, abends Dragon Ball auschecken so. Ja, also es ist schon krass, wie so Serien, Filme, Medien in jeglicher Form so, was man für eine emotionale Verbindung dazu aufbauen kann. Also bei mir ist auch so, wenn ich an meine Kindheit denke, ist Dragon Ball ja jetzt nicht der erste Gedanke, aber ein wichtiger Teil davon. Also meine Kindheit bestand aus, dann denke ich natürlich als erstes an die Schulzeit und meine Freunde, an Final Fantasy, die ganzen Teile, die ich durchgesuchtet habe, an Dragon Ball. Es ist ein wichtiger Teil meiner Kindheit auf jeden Fall. Und ist schon schön, weil ich hatte das danach nicht mehr. Ich hatte auch so eine Pokémon-Phase ein paar Jahre vorher. Die hatte, denke ich, auch jeder in dem Alter. Aber das war dann eher so, also ich fand die Serie an sich dann gar nicht mehr so spannend, sondern eher die Games, also die Pokémon-Games, die Gameboy-Spiele und so, die wir dann alle auf dem Schulhof gezockt haben und Missing No und die ganzen Bugs, die man da ausgenutzt hat und ja, gelevelt, bliblablub, das war dann eher so mein Ding. Gar nicht unbedingt die Serie, aber Dragon Ball Z war für mich die Serie meiner Kindheit. Ich habe dann auch Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, habe ich auch schon gesuchtet, aber nichts kam irgendwie an dieses Dragon Ball Z-Ausmaß ran. Das war für mich so Peak.